Hi zusammen, Konstantin von der Aktienrunde.de hier. Mehrfach sind wir schon gefragt worden, ob wir mal erklären können, was der MACD genau ist und was man vor allem auch daraus an Infos ziehen kann. Und das will ich euch in diesem Video einfach mal genauer erklären. Zunächst mal erstmal ganz allgemein. MACD bedeutet Moving Average Convergence or Divergence. Und dieser Indikator sieht so aus. Grundsätzlich ist es so, dass sich dieser Indikator aus verschiedenen Linien zusammensetzt, das Ganze dann nochmal in Kerzendarstellung quasi angezeigt wird. Und das erkläre ich euch jetzt einfach mal. Die MACD-Linie, das ist hier diese blaue, die lässt sich ermitteln, indem zwei gleitende Durchschnitte genommen werden. In der Regel, das ist auch die Standardeinstellung bei beispielsweise beim Broker IQ Option, diese zwei gleitenden Durchschnitte setzen sich einmal aus einem Durchschnittswert über eine Periode von 12 Tagen und einem Durchschnittswert über eine Periode von 26 Tagen zusammen. Und damit diese Linie gebildet wird, wird quasi von diesem niedrigeren Periodenzeitraum der gleitende Durchschnitt des höheren Periodenzeitraums abgezogen und so bildet sich gewissermaßen diese blaue Linie. Grundsätzlich soll dieser Indikator eine Aussage über die Trendrichtung und auch über die Trendstärke geben, weshalb dieser Indikator sehr häufig genutzt wird. Aber gleichzeitig hat er noch eine weitere Eigenschaft, und zwar ist hier ein Basiswert, die Basislinie dargestellt in weiß. Und um diese Linie herum schwanken quasi die entsprechenden Werte. Das heißt, dieser MACD hat zusätzlich noch eine Oszillatoreigenschaft, wenn eben Abweichungen zum Basiswertkursverlauf sichtbar werden. Grundsätzlich, hier steht es ja auch, Convergence, Divergence, ist das eben so. Konvergenz bedeutet, dass die Linien entsprechend aufeinander zulaufen. Daraus resultiert in der Regel eine Schwächung des aktuellen Kurstrends. Divergenz ist entsprechend das genaue Gegenteil, das heißt, die Linien entfernen sich voneinander, wodurch quasi eine Stärkung dieser Trendbewegung ausgelöst wird. Die letzte Komponente hier in dieser Darstellung ist diese orangefarbene Linie. Das ist die sogenannte Signallinie, die im Prinzip auch einen gleitenden Durchschnitt darstellt, aber mit einer Glättung von über 9 Tagen. Und alles in allem können aus dieser Darstellung einige Schlüsse gezogen werden. Wenn nämlich die MACD-Linie die Signallinie durchkreuzt, und zwar von unten nach oben, ist das in der Regel ein Signal, um einen Kauf vorzunehmen. Kreuzt die MACD-Linie die Signallinie allerdings von oben, ist es ein Signal für den Verkauf. Wenn sich die beiden Linien kreuzen, bedeutet das im Prinzip, dass es da keine Abweichung gibt. Und wenn sie sich eben wieder voneinander wegbewegen, entsteht eben eine Abweichung, die mit der Zeit natürlich zunimmt. Je stärker vor allem diese Linien und entsprechend auch die Kerzen von dieser Basislinie entfernt sind, desto stärker ist eben die Trendbewegung, die aktuell zu sehen ist. Das heißt, wenn es wirklich hier nur so minimal um die Basislinie herum schwankt, ist das keine so aussagekräftige Information, wie wenn beispielsweise die Indikatoren, die MACD-Linie und auch die Signallinie weit ausschlagen, so wie beispielsweise hier. Hier sieht man übrigens wunderbar, hier oben kam es zur Kreuzung im MACD. Und das schlägt sich hier auch eben in der anderen Darstellung entsprechend nieder, wodurch dann wirklich hier ein richtiger Abwärtstrend zu sehen war. Leider habe ich jetzt in diesem Fall nicht das Asset gleichzeitig in dieser Darstellung. Allerdings sieht man auf jeden Fall, wie diese Komponenten quasi miteinander agieren. Jetzt einfach noch ein paar weitere Informationen zu der Aussagekraft des MACDs. Dieser Indikator soll also sowohl eine Aussage über eine Trendrichtung als auch eben die Trendstärke geben. Und somit kann man sagen, dass eben diese Lage zur Mittellinie, also zu dieser Basislinie, den Trend entsprechend anzeigt. Entfernt sich also diese Linie zur Mittellinie, ist es ein Maß für die Trendstärke, sprich der Trend nimmt entsprechend zu. Steigt der MACD über die Mittellinie hinaus, dann gibt es eben in dem aktuellen Aufwärtstrend ein weiterhin steigendes Momentum, also es geht quasi weiter aufwärts. Andersrum ist es dann entsprechend so, dass der Abwärtstrend weiter zunimmt. Aber eben nur, wenn unterhalb der Mittellinie die MACD-Linie weiterfällt.
Wenn der MACD oberhalb der Mittellinie fällt, bedeutet das, dass der aktuelle Aufwärtstrend mit der Zeit nachlässt. Also die Intensität lässt einfach im Prinzip nach. Steigt der MACD unterhalb der Mittellinie, bedeutet das, dass dieser Abwärtstrend, der bislang zu sehen war, dass der jetzt mit der Zeit einfach weiter nachlässt. Diese Divergenzen zwischen dem MACD und dem Kursverlauf weisen im Prinzip auf Schwächen in vorhandenen Trends hin und signalisieren somit also entsprechende Trendwechsel. Schnittpunkte mit der Mittellinie oder auch Schnittpunkte mit der Signallinie deuten in der Regel nach vorangegangener Divergenz auf jeden Fall immer auf einen möglichen Trendwechsel hin. Wenn sich MACD und Signallinie oder MACD und Mittellinie also entsprechend schneiden, dann spricht dies immer für ein entsprechendes Handelssignal. Eins ist jedoch ganz wichtig. Dieser MACD ermittelt sich ja, wie eben schon erzählt, über eine Differenz zweier gleitender Durchschnitte, die eben aus der Vergangenheit kommen. Das heißt, im Prinzip hängt dieser MACD dem aktuellen Wert immer etwas nach. Das heißt, man zieht quasi aus der Vergangenheit dann gewissermaßen die Schlüsse auf die weitere Kursentwicklung. Das ist immer nur ganz besonders wichtig zu wissen, weil auch dieser Indikator alleine und auch in Kombination mit anderen Indikatoren keine 100% Garantie geben kann, dass eben die Einstiege, wenn sie denn richtig gewählt sind, dass sie dann auch zu 100% immer richtig ausgehen. Es gibt also auch hier deutliche Fallen, die quasi entstehen können und gewissermaßen kann sich der Kurs dann auch entgegensetzt zur prognostizierten Richtung durch MACD oder auch weitere Indikatoren entsprechend entwickeln. Eine 100% Garantie gibt es hier halt also einfach auch nicht. Das war jetzt vielleicht etwas wissenschaftlich ausgedrückt, allerdings ist es auch schwierig, das irgendwie in einfachen Worten zu beschreiben. Vor allem, wenn man sich auch Bücher dazu durchliest oder so, ist das noch deutlich komplexer beschrieben. Ich habe jetzt einfach mal versucht, das möglichst verständlich hier zu zeigen und hoffe mal, dass eure Fragen jetzt in der Hinsicht einfach geklärt sind. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch nochmal per E-Mail oder auch über YouTube-Kommentare an uns wenden und dann versuchen wir im Einzelfall nochmal weiterzuhelfen. Soweit erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und natürlich auch Spaß beim Traden. Und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.